Einen schönen guten Nachmittag hier bei der 33. C3. Es begrüßen euch Mr. Bronze und ich bin der André. Bei Building Custom Pinball Machines, wie baut man einen Flipper, einen persönlich abgestimmten Flipper? Ja, also Pinball-Flipper sind ja eine körperliche Angelegenheit. Da kriegt man Muskelkater davon. Und zwar nicht nur in den Daumen. Vor allem, wenn der Ball mitten, die Kugel mittendurch abtritt, wie das so schön heißt, mit Hut und Mantel schon auf. Und dann tritt man gegen die Maschine. Kennt sich da irgendwie aus? Oh ja, lauter Flipper-Freunde. Ja? Okay. Und wie cool wäre es, eine eigene Pinball-Maschine zu haben, die ich mir selbst entwickelt habe, wo zum Beispiel in der Mitte ein Bumper ist, damit sie nicht einfach abtritt. Also, designing your own Pinball-Machine. Hier ist ein Fachmann, der sich seine eigenen Flipper gebaut hat. Und er wird euch jetzt erzählen, wie man das macht. Er macht gerade seine Doktorarbeit in Computerfachwissenschaft und sein Hobby ist eben Flippern. Und wie baut man die Hardware und den Flipper? Also jetzt bitte einen lauten Applaus, damit er gut aufgelegt ist und das zeigt, was wir sehen wollen. Einen warmen Applaus, bitte. Ich bedanke mich. Guten Nachmittag, mein Name ist Finn Kantat. I actually started building my own pinball machine about 1.5 years ago. Ich habe vor 1,5 Jahren begonnen, meinen eigenen Flipper zu bauen. Und dieser Talk wird hauptsächlich aus Bildern bestehen, mit ein paar Kommentaren dazu. Und das ist so ungefähr das, was wir heute machen. Wir fangen an mit, wie wir das Spiel designen. Wie wollen wir, dass das was wollt ihr für Spielzeuge, was für Fallen, welche Mechanik brauchen wir dazu, welche Elektronik wir brauchen, um die Mechanik zu kontrollieren, welche Software, also wie man die Elektronik antreibt, dann muss man das Ding auch noch tatsächlich bauen, da kommt the real thing, ja. Und als letzter Punkt, was haben wir alle gelernt daraus und wie machen wir es das nächste Mal besser? Ich zeige euch dann, wenn wir Zeit haben, noch ein Bild von und wir machen auch noch eine Q&A-Session. Fangen wir mal an mit Anfang. Was ist überhaupt ein Flipper oder ein Pinball auf Englisch? Die Kugel wiegt 80 Gramm und hat 22 Millimeter im Durchschnitt. Ich gebe euch jetzt eine Flipperkugel durch oder mehrere, damit ihr seht, wie hart so eine Flipperkugel ist. Gebt es einfach durch. Hat noch nicht jeder gesehen, aber ihr werdet drauf kommen, dass sie wahrscheinlich schwerer ist, als ihr es auch erwartet habt. Ja, und Pinball, also Flippern, ist eigentlich das Spiel, wo du diese Kugel durch ein Spielbrett jagst. Ich bin ein Computerspezialist, ich bin kein Mechaniker, ich kenne die Elektronik, aber mechanisch das Umsetzen in einen mechanischen Effekt, das ist aber neu für mich. Also in einer Pinball, in einen Flipper, wenn du hineingehst, gibt es einmal sicher High Voltage, einen hohen Strom, bitte abschalten. Dann Spulen können dir wehtun und können heiß werden. Spulen können auch dein Haus niederbrennen, weil Spulen sich überhitzen. Das ist teuer.
But if you're fine with this, then let's go. Ist das okay mit euch? Ihr seid ich bewohnt. Also mit Spulen und die kommen viele vor ein Flippern. So, also wir fangen jetzt an. Zuerst waren wir betrunken und haben gesagt, dann haben wir uns am nächsten Tag erinnert, ah ja, da war was, haben wir aufgezeichnet. Ich habe diese wunderbare Zeichnung gemacht. Ja, ich bin Gott sei Dank kein Künstler, ich muss es ja nicht sein. Wir wollten wirklich einen Flipper bauen für zwei Spieler. Und es war, die Idee war, ein Spieler gegen den anderen Spieler auf demselben Flipper. Da haben wir mal das, die generelle Thematik. So ein Flipper hat ein Thema. So ein we come to better artwork later. Then we wanted some medieval theme for wir wollten was Mittelalterliches, auch für die Musik. Und dann haben wir uns auch noch über die Farbgebung geeinigt. Also die, das gibt eine Reihe von Entscheidungen, die auch die Mechanik dann beeinflusst. Und du willst dich entscheiden, sodass du nicht dauernd alles neu arrangieren musst. Und es war eben blau für die gute Seite und schwarz für die schlechte Seite. Die Freundin meines Freundes, mit dem ich das gemeinsam mache, hat begonnen, einmal das Spielfeld, das ist Full Size, zu entwickeln. Also wir haben einmal einfach nur so Elemente genommen und herumgeschoben auf dem Entwurf. Wo wollen wir das oben haben? Unten? Schaut das cool aus? Es gibt eine Standardweite, das ist 50 cm oder 20 Inches. Und Whitebody sind ungefähr 60 cm oder 25 Inches. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Die spielen sich auch anders. Die 10 cm machen einen Unterschied. Wir haben uns für die Standardgröße entschieden, also 50 cm. Und das untere Drittel sind die beiden Flipper, hier unten. Und auf der Seite wird der Ball ausgeschossen. So sehen die fast alle aus. Da gibt es ein paar Popper oder Champignons, wie die auf Deutsch heißt. In Wien sagen wir auch Schwammeln zu ihnen. Und dann haben wir uns dann begonnen zu diskutieren, was wollen wir für Spielzeuge haben, welche Mechanik brauchen wir dazu, wo sollen wir das positionieren. Dann gehen wir in die Tiefe und dann war es einmal die erste Grundentscheidung, hat einmal so ausgeschaut, wo sollen die Lichter sein? Das soll ja auch noch blinken und klingeln und hupen. Und das hat tatsächlich ungefähr dann auch so ausgeschaut, wie wir es designt haben ursprünglich. Aber bitte, ihr sollt immer zuerst einmal lieber mehr als weniger planen, weil wenn man mittendrin draufkommt, man muss alles ändern, ist es sehr mühsam und viel schlimmer. Late changes sind immer viel Wickel und viel Aufwand. And next, we did a whitewood. A whitewood is a name for basically a prototype. Wir haben hier mit whitewood gearbeitet. Das ist normalerweise nicht Holz, sondern Kunststoff. Es ist ein geschäumter Kunststoff mit einem Karton oben und unten. Das lässt sich mit Schnitzmessern, man kann sie auch hotgluen, also mit Hitze kleben. Und man kann natürlich überall Gaffertape verwenden. We were creative and just we try a lot of stuff, put stuff off and put them, put it together. Wir waren einfach kreativ und haben ausprobiert, hin, herauf, runter, haben sie, da kann man sich ziemlich gehen lassen. Und dann sind wir sophisticated geworden und haben das Ganze in ein CAD-Programm eingegeben und haben es einmal herausgefräst. So, let me just walk you through this machine. Lass mich euch die durch zeigen. Die Seiten sind für beide Spieler gleich. Ja, das sind die Schleuder,
den Ausschuss, aber der Ausschuss geht nicht so wie, der Ausschuss geht in den anderen Spielfeld, kommt hinten wieder herum und kommt da, wo er jetzt zeigt, kommt da wieder heraus. Gibt es einen Stopper und von dort wieder ins Spielfeld abgelassen. Ja. Und nachdem er da ausgelöst worden ist, schießt du hinten einen zweiten ein und der wartet dann dort. Es geht immer durch, wenn du den Ball in der Mitte versenkst, wird automatisch der nächste ausgelassen und poppt er wieder ins Spielfeld. Also der Spiel 2 ist ein Flipper, der auf beide Seiten geht und man schießt sich gegenseitig die Bälle zu. Hier ist ein Lock, das kann bis zu drei Bälle sparen. Und wenn du, es gibt eine Möglichkeit, wo die Gegenseite dich angreifen kann, und da kannst du bis zu drei Bälle auf einmal in dein Spielfeld auslassen. Da gibt es dann irgendwelche Schlag den Michel-Figuren und irgendwelche Demons auf der anderen Seite. Da gibt es ein Drop-Target, also das ist ein Ziel, den muss man wischen, kann man eine versenken. Eine Rampe, wo man auch noch einen Loop schießen kann. Da geht es da hinten zum linken Finger zurück. Dasselbe auf der anderen Seite, auch eine Rampe. Du kannst von hier, dann kommst du auf der linken Seite zurück, oder du kannst von links schießen, dann kommst du auf der rechten Seite zurück. Also man kann hin und her switchen zwischen dem. Da gibt es einen Orbit, der zum Kicker geht. Das kann den Ball ungefähr eine Sekunde halten, dann lässt er ihn wieder aus, wirft ihn wieder aus. Den Orbit kannst du von der anderen Seite auch erreichen, dann geht er auch hinein und wird auch wieder ausgelassen. Also das ist ungefähr das grobe Layout. Wir haben ein bisschen damit rumgespielt und ein paar Versionen ausprobiert und jetzt haben wir das, wir stellen uns vor, wir haben das jetzt in einem CAD-Programm und wie geht's jetzt weiter? Stellt sich heraus, wir brauchen als erstes die Mechanik, weil der Ball nicht von alleine sich bewegen wird. Der untere Drittel hat im Prinzip vier Stromversorgung für die Flipper und die Slingshots und dann die Rampe, die den Ball hält und loslässt. Ja. Also unser erster Aufbau ist wieder mit dem Schaumstoff, kein echtes Holz. Und wir haben ein 30 mm dickes Standardspielfeld gemacht. Das ist zwar in Deutschland unüblich oder in Europa unüblich, weil es in Inches. Aber es ist das Standard für die meisten Mechanik. Und für den unteren Drittel funktioniert es sehr, sehr gut, aber für manche Mechaniken braucht man noch ein paar Millimeter, 3 mm darunter. Das ist ein Entwurf von darunter und hier sieht man einen Finger und einen Slingshot von unten. Und hier sieht man die Kicker, die den Ball rausschießen und natürlich die Finger für den Flipper auf der Oberseite und das Loch, was den Ball zusammelt und die Rampe, um den Ball herauszuschießen. Das war unser erster Aufbau. Der Trough funktioniert so, ist eigentlich recht einfach. Die grundlegenden Mechaniken im Flipper sind immer sehr, sehr einfach. Die Bälle rollen einfach nach unten und es gibt unten zwei Stangen und dort wird dann gezählt, wie viele Bälle dort sind. Und wenn ein Ball runterkommt, dann wissen wir, ein Ball ist verloren gegangen. Und hier kann man natürlich dann noch einen Ball rauslassen auf die Rampe. Es gibt hier meistens noch einen optischen Kontakt, um herauszufinden, ob der Ball schon zurück ist, weil es mechanisch ist und nicht 100% verlässlich ist. Wenn ja, dann muss man natürlich den Kolben ein bisschen weniger bewegen, damit nicht zwei Bälle rausfallen. So sieht es in unserer Maschine aus.
Das ist der, die Wanne, die Mulde, in der mindestens zwei Bälle sind. Und da rechts sieht man den Kicker, der den Ball rausschießt. Da gibt es in der Regel eine Feder, die man manuell zieht, um den Ball von Hand zu starten. Wir haben aber einen Auto-Launcher gehabt, weil die Maschine den Ball auf die andere Seite geben will. Und deswegen wäre es schlecht, wenn man den Ball von einem anderen Spieler fernhalten kann. Deswegen haben wir das mechanisch gemacht, was auch ein bisschen verlässlicher ist. Dann haben wir weitere Mechanik gebaut. In fast jedem Flipper-Automat findet man diesen vertikalen Abkicker, diesen Scoop. Manche nennen es so, manche nennen es so. Hier geht es darum, den Ball vertikal auf eine Rampe zu schicken. Wenn es ein Scoop ist, dann geht es ja eher darum, in die andere Richtung den Ball auf das Spielfeld zu bringen. Oder es gibt auch noch die Variante, dass es nur ein bisschen reingeht, aber nicht ganz drin bleibt. Das kommt drauf an, wie man das nennt. Aber es sind unterschiedliche Variationen, die man im Spielfeld verwenden kann. Hier fällt der Ball rein und ein Taster schießt den Ball dann in die Rampe. Es kann auch einfach nicht ganz da drauf kommen und dann rollt der Ball zurück ins Spielfeld. Dann haben wir natürlich diese Pop-Bumpers, die sind sehr, sehr üblich, die das coole Geräusch von so einem Flipper-Automat machen, dieses Ping-Ping-Ping. Und so sehen sie von unten und oben aus. Das ist der Taster mit Plastik. Und das hier unten, das ist tatsächlich der Teil, der es bewegt und den Schalter auslöst. Es sieht ein bisschen kompliziert aus, aber das funktioniert recht gut. Und diese Spule zieht diesen Metallring nach unten, was dann dafür sorgt, dass der Ball weggeschossen wird. Und die kann man eigentlich so kaufen und die funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und da haben wir wieder 3 mm Schaumstoff darunter gemacht, weil das sonst zu sehr belastet ist. Aber bis jetzt haben wir noch kein Holz benutzt, sondern für den Prototypen wirklich nur diesen Schaumstoff mit Pappe. Würde ich wirklich stark empfehlen, aber es gibt natürlich auch die Leute, die immer alles mit Holz machen wollen. Aber ich würde definitiv empfehlen, mit Schaumstoff anzufangen. Okay, noch weitere Mechanik. Hier ist ein Schild, das man als Ziel in der Maschine überall aufbaut und links also ein Herunterfallziel, also ein Trap Target, ein Plastikrohr. Wenn man das trifft, dann geht es nach unten mit einer Feder. Und da gibt es einen Schalter, der das entdeckt und eine Spule, die das wieder nach oben zieht, um es sozusagen in der Software wieder in seinen Ausgangszustand zu versetzen. Auch sehr typisch für Flipper-Automaten. Wir haben eine spezielle Mechanik gebaut, die im Prinzip ein Teiler ist. Ich habe euch das Spielfeld gezeigt vorher. Was passiert, wenn ein Spieler die ganze Zeit Bälle entleert? Dann würde auf der anderen Seite irgendwie kein Ball mehr aufkommen. Also brauchen wir irgendwie eine Mechanik, die das ausgleicht. Und diese Mechanik teilt es im Prinzip. Es ist ein Teiler. Mit einer kleinen Abdeckung, die sozusagen durch eine Spule entweder diese Lasche hoch tun kann, dass der Ball drüber läuft oder nicht und dann fällt er nach unten. Normalerweise fällt der Ball hier einfach runter und dann läuft es in diesen verschlossenen Bereich und hält den Ball für eine gewisse Zeit fest, bevor er es wieder loslässt. Hier auf der rechten Seite sehen wir das andere Schloss. Da kommt der Ball von links und wir haben 3 Positionen mit optischer Sensoren und natürlich den Pfeiler, der das hochschießen kann. Wir können die auch eines nach dem anderen losschießen. So, wo kaufen wir diese mechanischen Teile? Du kannst natürlich in den Manuals von anderen Maschinen einmal nachschauen.
Und das ist wahrscheinlich auch die einfachste und billigste Methode. Du müsstest sie auch, man kann sie auch ausbauen und das wird wahrscheinlich am billigsten sein. Du musst sie putzen. Die sind vielleicht nicht ganz verlässlich. Einfacher ist es wahrscheinlich, sie zu kaufen. Schau dir mal das Handbuch an von Mechaniken, die du kennst oder die du magst. Und da steht normalerweise drin, welche Marken sie sind. Man kann Assembles, also so ein Finger hat bis zu 15 und 20 Teile, wenn du das einzeln teilst, da wird das A teuer und B schraubst du lang. Also man kann sie verblockt oder halbmontiert schon kaufen. Da gibt es ein Geschäft, wo sie tatsächlich diese Sachen schon vormontiert verkaufen. Die produzieren sie selber. Das ist Pinball Live. Denen kann man auch ein E-Mail schicken. Und wenn ihnen das gefällt und so, ja, dann machen das, machen wir dir. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber sie bauen dir. Dann gibt's Markus und der Sheriff, die gibt's, haben auch alles. Du willst wahrscheinlich nur das, aber die haben auch alte Sachen. Die haben über 10.000 Teile. Aber es ist teurer. Wenn es eine rezente Sternmaschine ist, dann kannst du zu deinem Sterndistributor gehen. Die haben Ersatzteile, die sind aber schwierig zu kriegen, weil es sehr viel Zeit braucht. Du kannst es auch selber bauen, so wie wir es am Fantiverta gemacht haben. Das ist die mühsamste Variante. Das hat am meisten Kraft gebraucht. Nicht so einfach, vor allem für einen Computer-Scientist, der plötzlich Mechaniker werden soll. So, jetzt haben wir die Mechanik, haben sie gekauft, sind die drinnen. Jetzt müssen wir sie kontrollieren. Ich arbeite an einem Open-Source-Projekt, das heißt Mission Pin Framework. Und dieses Programm soll alle diese Mechaniken kontrollieren können. Und im Prinzip dahinter ist, du sagst ihm, da ist die Spule, da ist der Relais und mach das. Und das macht das, passiert auf einem Raspberry Pi, läuft auch mit Linux drauf. Dann brauchst du ein Pinball Control System. Das ist üblicherweise mit USB. Multimorphic P-Rock. Und das Open P-Board Project, das ist actually open, also tatsächlich Open Hardware, funktioniert auch, obwohl sie die billigsten sind. Ich habe sie alle hier, wenn Sie euch anschließend anschauen wollt, kommt einfach her und schaut sich das an. Du brauchst natürlich auch eine Pinball-Maschine, kannst entweder sie eine alte retrofitten oder sie komplett neu bauen. Dann brauchst du, das nächste Punkt ist die Treiberboards. Die kommt normalerweise mit der Mechanik mit, kann man auch selber bauen, ist separiert von der CPU. Die brennen teilweise auch mal ab, diese, weil sie ja Mechanik kontrollieren wegen Überlasts. Dann gibt's die FETs, die Spulen antreiben. Die sind auch gerne mal abbrennfreudig, das muss man sie, haben schon eine Input Protection, also einen Overflow Protector. Du kannst sie dir kaufen oder du kannst sie dir selber bauen. Das, wenn, also meins ist selbst gebaut und schaut, ist die billigste Variante, hat $40 gekostet, aber du musst das alles selber zusammenlöten. Dann muss es natürlich verdrahtet werden. Das sind die Kontrollborde hier, das sieht man. Ja. Man braucht einfach endlos Spulen, brauchen Strom und nehmt nicht zu dünne Drähte, sonst brennt das einfach alles ab. Spulen ziehen Strom. Also, wenn wir schon von Spulen sprechen, hier sind, erstens, Spulen braucht man überall. Sie sind einfach, sie sind verlässlich.
man könnte mit einem Servostellmotor arbeiten, kostet mehrfach und macht auch nur das, was die Spule macht. Werden sowieso, grundsätzlich, wenn sie so angetrieben, üblicherweise, wenn sie so angetrieben mit einem Puls und dann halten sie magnetisch und dann kannst du enablen für 6 Millisekunden, für 1 Millisekunde. Sonst kriegst du nicht genug Power dahinter, wenn er den Kick bringen soll. Also du brauchst am Anfang einen relativ starken Relaisstoß. Die kam normalerweise Impedanz von zwischen 4 und 8 Ohm und das passt dann schon. Da geht aber fließt schon einiger Strom durch. Das meine ich auch mit der Herr Brenn, da sage ich ja, das Ding kann abbrennen. Also wenn du sie einfach direkt anschließt, werden sie einfach abbrennen. Daher bitte mit dem PWM das kontrolliert. Das. Wenn ihr es nicht wirklich auskennt, schließt bitte nicht eine Spule direkt an den Strom. Tut das nicht, und wenn, tut es nicht zu Hause, sondern draußen. Und die können ziemlich wehtun. So eine Spule kann was. Also ihr habt alle schon jetzt den Ball in der Hand gehabt. Der kann diesen Ball, seine Spule kann diesen Ball ziemlich durch die Gegend ballern. Ja, die hat ziemlich Power drauf. Du willst wissen, wo der Ball gerade läuft. Dazu gibt es Schalter, sogenannte Switches. Da gibt es einerseits diese Sandwich-Bauweise, das sind die verlässlichsten Switches, die es je gegeben hat. Arbeiten immer. Da kannst du einen Knopf haben. Also üblicherweise werden die verwendet, denn das ist die döfste und beste Variante. In den neuen Maschinen gibt es Microswitches. Ja, das so wie beim Keyboard. Das ist hier mit einem Custom Blade, also mit einem selbstgemachten. Das ist ein Switch, der ein vorbeirollendes Kugelobjekt kontrolliert. Also im Kontrollsystemen Pull-System und dann sagt der Software, jetzt ist der Ball hier. Du brauchst diese Wände, sie sind normalerweise 13 mm dick. Die müssen ziemlich stabil sein, weil die Kugel ballert da fest dagegen. Und in vielen Plätzen, an vielen Orten hatten wir keine 30 mm. Und dann haben wir. Ihr seht, da haben wir das hier verstärken müssen. Das waren die ersten Entwürfe. Hat am Anfang ganz gut funktioniert. Aber die Vibrationen sind ziemlich heftig. Es beutelt sich durch und manchmal fliegen sie einfach davon. Also haben wir es redesigned, sodass sie, da ist das Abwurfloch und da kann man sie ordentlich anschrauben und dann halten sie. Also ich habe es ein bisschen iteriert. Und jetzt wisst ihr, wo ich herkomme und dann könnt ihr das besser machen. Jetzt müsst ihr natürlich diese Optos, die Switches an die Control-Panels anschließen, die Control-Boards. Ich brauche bei jeder LED brauche ich den Stromlimitator. Und du wirst nicht jeden einzelnen verdrahten, so haben wir eigene Boards designt. Aber wenn du sie fix baust, dann kannst du sie nie wieder auseinander tun. Du hast 4 Drähte von der einen Seite und die gehen unten durch. Und das kannst du nie wieder abziehen. Also dann haben wir eben Stecker gebaut, sodass man sie auch mal ausbauen kann. Ja, und die Lichter, die waren natürlich, und jeder will blinkend haben und das soll wechseln. Es gibt 2 Arten von Licht. Instant, die Dinger hier, sind Kunststoff. Und dann so generelle Beleuchtungskörper.
die auf der, unter den Rails laufen, auf der Seite die indirekte Beleuchtung, die das Board, das Spielbrett. Da haben wir einfach Christbaumschmuck verwendet, Christbaumlichter. WS 2812, serielle LED, einfach. Das ist das, also das Spielbrett. Haben wir wieder genommen, auch das Foam vor, und haben wieder den ganzen Lichtaufbau durchgetestet. Sollte man auch machen. Jetzt brauchst du dann die Displays. Irgendwann musst du ja den Spielstand wissen. Ah, du könntest mit deinem LCD-Anzeige arbeiten, das ist aber, brauchst du High Definition, da kommst du in Gegenden, wo du nicht wohin willst. Graphic Rendering und so, direkte Adressierung. Die einfacheren haben 32 Pixel und haben wir uns für die entschieden. Du brauchst zwei, seine LED-Matrix. Also wir haben eine LED-Matrix gekauft, die ist 128 x 32 Pixel und die sind relativ einfach anzusteuern. Die sind High-Power für Spulen. Du hast üblicherweise in so einer Maschine 70 oder 80 Volt-Transformatoren drinnen. Ich würde einen Switchable Power Supply vorschlagen, der auch auf 48 runtergeschaltet werden kann. Das kostet ungefähr 50, 60 Dollar. Wir haben noch einen gebrauchten gekauft, weil damals waren sie noch nicht so vereinfacht zu bekommen. Heute ist das besser. Dann brauchst du 12 Volt für die Switches vom Rail und für die Bulbs. Und dann brauchst du 5 Volt für deine LEDs und für deine CPU. Und du brauchst relativ viel Power unten herum. Switching Power Supply ist ein bisschen teurer, aber ist wesentlich einfacher in der Handhabe und in der Ansteuerung. Jetzt wisst ihr, was ihr alles machen müsst und könnt sozusagen selber loslegen, aber wir haben noch gar nicht so richtig viel gebaut. Jetzt geht es also daran, die Maschine zu bauen, und wir haben es jetzt sozusagen 13,5 mm dick gemacht. Und wir haben es dann runtergeschmöckelt auf 13 mm. Man kann natürlich entscheiden zwischen dem Standard und dem weiten Spielfeld, und man kann es zwischen 1,6 Meter und 1,16 Meter lang machen, aber das macht nicht wirklich einen Unterschied. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, die Breite macht tatsächlich einen Unterschied. Es fühlt sich sehr viel langsamer an, wenn der Automat breiter ist. Ja, ich habe euch den Prototypen gezeigt mit dem Schaumstoff. Und eine andere Möglichkeit wäre sozusagen von Hand ins Holz zu kommen. Und am Ende würde man es mit einer CNC-Maschine machen. Also als eine Erinnerung, das war die erste Maschine, die wir in dem Schaumstoff gemacht haben. Selbst die Rampen und so sind alle diese Foamcore-Schaumstoff. Der Ball ist schwer und manchmal sind uns Dinge weggeflogen. Aber man kann mit Foamcore eben einfach alles schnell reparieren. Dann ging es ein bisschen professioneller. Wir haben die CNC-Maschine benutzt, um das Spielfeld zu bauen. Und hier schneiden wir es aus. Es hat ungefähr 50 Minuten gedauert bei einem professionellen Hersteller. Es gibt einen in Deutschland, der Spielfelder macht, und er hat das für uns gemacht. Und danach klebt man in der Regel Einsätze ein und dann schmückelt man es ab und am Ende verklebt man es, versiegelt man es. Das ist ein bisschen wie beim Auto, aber du möchtest es wahrscheinlich nicht alleine machen, weil es mehrschichtig ist. Und wir haben entschieden, das machen zu lassen. Wir haben es nicht selber gemacht. So sieht die Holzvariante aus. Wir haben die Schichten nicht drauf gemacht. Wir haben einfach nur das einfache Variante gemacht mit dem Holz. Es sieht sehr viel sauberer aus. Das ist die untere Seite mit all der ganzen Elektronik und die obere Seite mit den Rampen. Und als nächstes machen wir gerade eine neue Version,
Und wir hatten gehofft, das bis zum Kongress fertig zu kriegen, aber das haben wir nicht geschafft. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt im Januar. Hier sieht man jedenfalls das Bild von, vom Cut. Und hier rechts sieht man, wie es dann wirklich passiert ist. Der Roboter hat dann sozusagen die Sachen ausgeschnitten. Wenn man mehr als 10 Spielfelder macht, dann macht man das mit einem Roboter professionell. Genau, das klebt eigentlich einfach die Sachen an die Stellen, wo ihr sie hin wollt. Okay, wir brauchten dann noch ein bisschen Kunstwerk. Das ist Photoshop. Mein Kollege heißt übrigens Photoshop Philipp, also das ist ein deutscher Witz. Das war seine Idee und das eine ist vielleicht ein bisschen zu hell und das andere vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber ihr seht die grobe Idee. Die böse Seite und die gute Seite, aber die Einlagen sind genau die gleichen und es ist eigentlich nur ein unterschiedlicher Aufdruck und die Software wird sich unterschiedlich verhalten. Jetzt brauchen wir ein paar Schienen aus Metall. Am Rand des Spielfelds haben wir diese Schienen, wo der Ball zum Beispiel nach außen über den Orbit geht und dann nach einmal im Bogen geht. Und das wird meistens aus Stahl gemacht. Und wir haben mit 2 mm Stahl aus gemacht und das könnt ihr hier sehen, das Brace. Es hat, man konnte es biegen und es hat für eine lange Zeit funktioniert. Später haben wir dann noch mit Lasern geschnitten. Hier haben wir auf unserem Prototypen die Schienen von Hand angebaut und das hat ganz gut funktioniert. Danach habe ich das wieder im CAD designt und danach haben wir die auseinandergerollt und das an den Hersteller gegeben. 5 Wochen später haben wir das bekommen, aufgerollt und wir mussten sie von Hand diesen Stahl in Form bringen, genau. Und hier sieht man ein bisschen die Idee. Die Schiene am Rand, die den Orbit macht und ein paar Löcher zum Bohren. Ja, als nächstes brauchen wir eine Rampe. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Option ist, man könnte aus Plastik 3D drucken, aber die sind dauert halt eine Weile, weil es groß ist, aber man braucht viel Filament, aber kann man machen. Typischerweise kann man sich da zu Hause lang hinsetzen. Aber wir haben es mit Metall gemacht, das sollte solide sein. Wir haben sie zuerst mit der Hand angefangen auszuschneiden und am Ende haben wir sie wieder mit Laser gemacht. Und dann gibt es noch die Kabelrampen. Das ist da, wo das Metall zu viel vom Spielfeld verdecken würden. Da benutzen wir dann sozusagen die Schienenrampen. So sieht das Rampensetup aus. Und das wäre halt schade, weil da würde man viel von dem Spielfeld nicht mehr sehen. Man möchte ja die Kunst darunter sehen. Und deswegen werden wir da quasi Stabrampen benutzen. Haben wir also wieder gemacht mit dem CAD-Programm, dann haben wir das Modell aus Karton gebaut hier. Und es, nicht lachen, es funktioniert für eine gewisse Zeit zumindest. Für ein Prototyping ist das tadellos. Ja, einfach mit Heißkleber, papp, geht schon. Dann haben wir sie mit der Hand nachgemacht. Okay, das ist nicht sehr hübsch, aber das funktioniert natürlich deutlich besser, weil solider. Dann sind wir professioneller gegangen. Ist unten mit der Hand und oben mit der Maschine gefalzt. Professionell gefalzt sozusagen. By hand because we missed to cut them here.
Wir haben vergessen, sicher zu schneiden und dann haben wir sie eben auf der Maschine binden müssen. Also sehr oft haben wir so Iterationen gemacht, Step by Step, und dann die zweite, dritte Iteration hat dann so, oder vierte, erst hat er ausgeschaut, wir wollten. Auch bei den Rampen haben wir das so gemacht. Haben wir das die Biegepunkte herausgelasert und dann kam es auf der Biegebank, dann schaut das so aus. Natürlich alles zweimal, weil zwei Seiten. Hätten wir auch drüber nachdenken können, ob, aber so war es halt. Man lernt, als man so dahin geht. Nächstes Jahr gibt es eine neue Version. Dann haben wir die Rampen aus den Stahlträgern gemacht, also die hohlen Rampen sozusagen. Die haben wir Silberhartlot gelötet. Ja, wir haben mit einer Lötlampe, die haben wir einfach zusammengelötet. Das ist ziemlich stabil. Also es ist uns nicht gelungen, es kaputt zu machen. Also wenn, dann brechen diese Lötpunkte hier, aber normalerweise, es schaut nicht sehr toll aus, aber es funktioniert und noch sind sie immer am Laufen. Zuerst also mit dem Schaumstoff, das Protomodell links und jetzt schon rechts, das mir auf Holz aufgebaute, mit den Drahtrampen. Er ist noch immer ziemlich viel Hotglue, also viel Gaffertape und Heißkleber. Und du musst ununterbrochen musst du nachbohren und da gibt es noch was zu montieren. Und wir sind drauf gekommen, V8 Stahl ist wirklich hart. Du kannst nicht einfach in ein Loch hineinbohren. Und dann fängt es an, ein Rennen zu schmelzen an. Und dann haben wir also uns das entschlossen, wir fangen nochmal neu an und haben also alles auf einmal gebohrt. Ihr merkt hier, das ist ganz viel freier Platz. Da fällt der Ball rein, da bleibt der Ball drinnen. Und wenn da keine Mechanik drinnen ist, bleibt der Ball natürlich immer drinnen. Da wollten wir jetzt ein Glas drauf tun. Ja, natürlich wieder Funkor, also mit dem geschäumten Prototypen. Seht ihr hier? Dann kommt die Realität oder die Praxis, die sogenannte. Da kommt man drauf, hat mit Theorie nichts zu tun, fällt immer irgendwas. Dann natürlich verschieben sich die Toleranzen, wenn du das verschiebst. Hier fehlt ein Millimeter, dort ist einer zu viel. Alles hat natürlich auch nur Eigentoleranzen vom Material. Also lasst immer ein bisschen Platz frei in euren Berechnungen und so. Und dann haben wir es eh noch einmal gemacht. Man lernt, während man es macht. Ihr müsst alles prototypen. Es hat, ein Laser ist natürlich cool, auch wenn man mit dem Carbon arbeitet, weil es viel exakter ist. Aber ihr müsst prototypen, fangt an mit Karton. Ah, und es kommt noch die Software. Also ich habe gesagt, die Mission Pinball Framework, das ist ein Framework in Python 3, kann man über PIP installieren, über MBF, just call MBF, und dann ist es einfach installiert. Du brauchst OpenGL und SDL auch. Daher haben wir den Raspberry Pi angegeben, weil der Raspberry Pi hat dieses IGL, Mobile GL Implementierung, also der macOS, Windows, Linux und Raspberry Pi. Und dieses Framework hat zwei Prozesse, einen Gamer-Prozess mit Logik,
und einen Mediencontroller. Der macht die Grafik, spielt die Videos, die Musik. Das Spiel sollte sich in Realtime verfolgen lassen. Also es geht nicht um die eine Millisekunde hier oder da. Aber es, was dieses System tut, also du gibst den Befehl ab, dieser Flipper zieht jetzt mit der Spule diesen Flipper und da ist die Latenz wurscht, aber wenn das Licht jetzt hier angehen sollte, solltest du keine Latenzen haben im Sekundenbereich. Also es ist halbwegs Realtime, vor allem im Media Control. Du kannst gerade im Mediabereich irgendeinen Block haben, das Video wird nicht geladen oder dauert zu langsam, irgendeinen IO-Schmafu. Also, wir machen das als Backbox. Du schickst das in den Mediacontroller hinaus, der rendert das und der schickt das zurück und dann gibt es an die Hardware weiter. Du willst es nicht pixelweise aufbauen. Das heißt, du nimmst das MPEG-Video, portierst es in OpenGL, wird das zurückgegeben und du gibst die Arbeit ab an den Mediacontroller. Das ist die generelle Sequenz, wie die Software grundsätzlich ausgelegt ist. Nach Initialisieren, dann you go for an attract code, dann alles blinkt up, auf einmal wirf mal einen Penny ein, dann geht die Startsequenz los, dann gibt es irgendwelche Töne dazu, das Board fängt an, dann spielst du, bis der Ball in der Mitte abtritt und der Spieler keine Bälle mehr hat. Wir haben 30 Leben auf ein Spiel gesetzt. Wir haben einfach ein paar Klassen overloaded und dann kommt man dort schon hin. Das sind die Software-Cyworks. Ja. Man kann hier den Status aller Geräte in Software überprüfen und die rechteckigen sind Taster, Rampentaster. Die Runden sind in der Regel Lichter, also dass man die Lichtshow sehen kann und mit den Tastern spielen kann. Da ist der Ball, Klick, und dann machen wir jetzt das und das. Es hat ein bisschen eine limitierte Simulierung, so wenn der Ball nach unten geht, dann weiß es schon wieder. Wenn der Ball rausfällt, dann weiß ich schon, es geht danach in die andere Hälfte. Das sind unsere beiden Spielfelder. Wir haben sie zwar von Hand gelayoutet, aber nebeneinander, weil es dann besser aussieht. So sieht es von der Hardware-Perspektive aus. Der Computer geht über USB an den Controller und per Serienanschluss an die LEDs. Dann gibt es das Steuerboard über USB und wir haben einen Haufen Noteboards, die quasi Spulen steuern und das Spielfeld auch steuern, und die Taster und Spulen werden dann noch analog angeschlossen. So sieht es dann in der Realität aus. Unser Spiel läuft hier, es gibt den Transformator mit dem nachgemachten Candyboard. Wir brauchen eine Kabine. Wir machen alles aus Foamcore, also machen wir das auch aus Foamcore. Das ist ein Schaumstoff. Das ist das CAD-Modell, wie es aussehen soll. Das andere ist, wie es dann wirklich aussah. Da ist Folie auf dem Glas, aber das hat schon gepasst. Das ist unsere hintere Box. Das ist anders als bei normalen Spielern. Die ist weiter oben, sodass man den Gegenspieler sehen kann. Und das ist eigentlich eher für den Spieler. Das ist eigentlich eher für die Zugucker, weil die Zuschauer sehen da selten hoch. Da haben sie keine Zeit für. Weil man sonst irgendwie verkackt. Wir haben Sound gemacht, ich habe das gemacht. Es ist, naja, sagen wir, es ist Musik. Aber wenn man den meisten Maschinen wirklich zuhört, dann
hört man, dass nach 20 Sekunden sich die Musik eigentlich oft wiederholt und sehr, sehr einfach ist. Also es funktioniert. Vielleicht kann man es ja in der Zukunft besser machen. Deswegen spiele ich es jetzt nicht vor. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es zu Hause abspielen. Dann braucht man natürlich den Spielsound. Wir haben also ein professionelles Soundsystem mit $60 Amp aus China gebaut und einem richtig großen Subwoofer wie in jedem großen Auto. Also wir haben eigentlich nur $90 Auto-Soundzeug geholt. Ein Lautsprecher auf jeder Seite. Und von da unten sieht man die Backbox. Und ja, es funktioniert ziemlich gut. Es ist ganz okay. Was hat das alles gekostet? Es stellt sich heraus, es ist ganz schön teuer. Also für alle Maschinen könnt ihr das mal zwei multiplizieren, weil wir halt alles zweimal gemacht haben. Das hätte uns jemand sagen sollen. Und das ist natürlich nur die finale Version, also Spielfeld mit Druck und so, ist zwischen 800 und 1000 Euro für ein Spielfeld, wenn man das herstellen lässt. Die Kabine mit dem Druck sind bis 500 bis 1000. Man kann auch normale Kabinen einfach kaufen. Und für unsere Kabine habe ich euch gezeigt, das würde nicht funktionieren, weil wir gegeneinander spielen wollten, Kopf an Kopf. Aber man könnte es kaufen. Das Steuersystem kommt darauf an, welches man benutzt. Kommt darauf an, wenn man es zu Hause macht, ist es billiger. Das kann zwischen 200 und 800 Euro werden. Die Elektronik kommt ganz darauf an, ob man Silber oder goldene Kabel nimmt oder... Man kann halt viele, viele Sachen unterschiedlich wählen, aber zwischen 100 und 500 Euro sollte man langkommen. Und die Mechanik kommt echt wirklich darauf an, welche Teile man kauft. Mehr Mechanik kostet natürlich viel mehr, aber nur für die Mechanik kann man so mit 1000 bis 2000 Euro rechnen. Das ist der Teil, der wirklich, wirklich viel billiger wird, wenn man 1000 Maschinen machen würde. Aber wir mussten ja quasi Ersatzteile kaufen und deswegen ist es halt auch einfach teuer. Metall- und Plastikteile, je nachdem wie viel man braucht, und 200 bis 800, sag ich mal. Und normalerweise kannst du so eine Maschine für 8000 bis 10.000 kaufen. Zuletzt ein bisschen teurer. Und ja, man kann sehen, das summiert sich ganz schön auf und es, also vom Kostenpunkt lohnt sich das nicht. Und wenn man dann auch noch dann die Zeitaufwand dazu rechnet, dann zahlt sich nicht aus, außer man hat Spaß dabei. Okay, was haben wir dabei gelernt? Es dauert viel Zeit, es ist hart, man lernt viel dazu, wenn man so eine Maschine baut. Als mein Hobby ist es schon cool, ich habe nicht unbegrenzt Zeit, diese Maschine zu bauen, aber ich musste echt auch oft ziemlich lange warten. Alles in CAD haben ist super, wenn man kann. Und es ist gut, wenn man die Teile schon aufeinander setzen kann. Und bevor man es baut, damit man dann weiß, wenn es nicht ganz passt, welchen Teil schmeißen wir weg. Meistens ist es sehr schwer das zu fixen. Die Schussweite sollte man immer gucken. Eine Rampe zum Beispiel sollte zwischen 5 und 10 cm weiter sein. Theoretisch funktionieren Rampen dann zwar, aber technisch trifft man schmalere einfach nicht. Über 10 cm wird es einfach zu leicht und dann macht man immer den Schuss und unter 5 cm ist es sehr, sehr schwer, die Rampe zu treffen. Um Sprünge zu verhindern, also genau, Sprünge sollten verhindern werden. Wenn der Ball irgendwo springt, dann passiert irgendwie ständig Müll und der bleibt überall stecken. Wenn der Ball irgendwo stecken bleiben kann, dann wird es auch irgendwann passieren. Also baut keine Rampen, die hart abbiegen. Der Ball springt einfach drüber. Und man kann Physik nicht in Software patchen. So, das ist meine Lektion für mich als Computerwissenschaftler. Die Physik ist halt die Physik. So, yeah, that's basically it.
Ja, das im Wesentlichen ist es das. Das ist unser aktuelles Spielfeld von unten, die ganze Elektronik. Jetzt kommt noch die ganzen Lichter dazu und dann ist es knallvoll. Da gibt es nicht mehr viel Platz. Das ist, wie es von oben aussieht. Ein Spieler da, einer auf der anderen Seite. Wieder mal der Schaumstoff mit Pappe. Und jetzt zeigen wir ein Video und könnt ihr euch gleichzeitig schon für Fragen aufstellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. So, you saw here, one was released. Man sieht, hier ist also gerade ein Ball rausgekommen. Gibt es Fragen? Jetzt ist eure Gelegenheit dazu. Du machst die Frage, ich mache die Antwort. Du hast gesagt, dass du zwei Computer hattest. Eins, der den ganzen mechanischen Teil erledigt hat und eins, das das Spielfeld und die Displays angesteuert hat. Aber in deiner Preiskalkulation hattest du schon ein drittes Steuersystem für 200 bis 800 Euro. Und welchen Teil spielt das? Die 200 bis 800 Dollar sind euer Kontrollsystem und der Raspberry Pi. Also der New Board und der Controller Board. Und dann die Elektronik, die Kabel, Power Supply. Ja, das war's. Vielleicht noch die Lichter. Ja, wenn ihr zu viel Heißkleber verwendet, dann passiert das. Es gibt, glaube ich, Fragen von den Online-Zuschauern. Ja, das Internet möchte gerne wissen. Also, die Pinball-Maschinen gibt es ja schon länger, aber unabhängig von modernen Produktionsmöglichkeiten hat sich die Spielmechanik modernisiert über die Jahre. Gute Frage. I mean, the difference between old machines and current machines is der Unterschied zwischen alten Maschinen und heutigen Maschinen, die Regeln sind viel komplexer. Früher war, hau da 20 Mal drauf und dann kriegst du dein Freispiel. Also die Hauptzielrichtung war ein extra Ball oder halt ein Freispiel. In modernen Spielen, du musst das fünfmal abschießen, dann musst du anschließend das dort, dann kriegt der andere Spieler den Ball zurück, du kriegst das ein zurück, dann musst du hier ein anderes Licht anschießen, dann kriegst du einen anderen Mode. Also es ist viel komplexer und viel tiefschichtiger. Und das ist, weil wir bessere CPU haben und bessere elektronische Kontrolle. Vielen Dank. Das war echt ein super geiler Vortrag. Offensichtlich ist die Physik in dieser Maschine super cool. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht, das vorher zu simulieren? Und das Ganze zu projizieren, statt die Mechanik zu machen? Der ist Virtual Pinball, also virtuelles Flippen. Und einfach nur auf einem 42 Zoll. Das kann man auf einen Kasten montieren und ein paar Knöpfe drauf. Das kannst du für ungefähr 1000 Dollar kaufen. Da gibt es tatsächlich einen Flipper, der heißt P3. Das hat einen TV-Screen am Playfield. Aber es hat wirklich real Flipperfingers. Also du spielst die Flipperfinger auf der Fläche des Fernsehers. Und das obere Drittel. Also du kannst tatsächlich verschiedene Spiele auf einem demselben Gerät spielen. Ihr könnt alles bestellen, dauert ein bisschen lang, manchmal bis zu 5 Jahre. Der Kontrast ist einfach. Emits light and there you got the whole playfield is light up because of the background light and the ball is looking somehow black if it goes on top of the TV. Also
Die Maschine ist sehr schwer zu spielen, weil man sieht den Ball nicht. Aber es ist eine schöne Maschine. Gibt es weitere Fragen? Jetzt ist eure Gelegenheit. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt ans Mikrofon. Ich habe, glaube ich, noch nie vorher von einem Zwei-Personen-Pinball gesehen. Glaubst du, das könnte ein Trend werden, wenn eure Maschine einen Durchbruch hat? Ich kenne tatsächlich zwei oder drei Maschinen aus den 90er Jahren. Sie sind ein bisschen kleiner, also sind schon 25 Jahre alt. Schaut nicht so nach einem Trend aus. Unsere Maschine ist eigentlich riesengroß. Und du brauchst an die 4 Meter Platz, brauchst ein langes Stück Mauer in deinem Wohnzimmer, wo du es hinstellen kannst. Das könnte im Markt ein Problem werden, weil so viel Platz hat niemand in seinem Lokal. Weiß ich nicht. Also 1000 Stück sehe ich da nicht rauskommen. Das wird eher so was sophisticated kennen. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Wie machst du das Tilting der Maschine? Also es scheint ja ziemlich schwierig zu sein für zwei Maschinen. Wir haben zwei Sensoren auf jeder Seite. Wenn du schüttelst an deiner Seite. Also du kannst eigentlich ablesen, welcher Spieler gerade den Tilt. Wir tilten einfach live und wenn du zu viel tiltest, dann geht das Spiel halt nicht. Okay, last question. Okay, letzte Frage. Kannst du uns einen Zeitrahmen geben von der ersten Idee, die du hattest, bis dann, wo du zum ersten Mal möglich warst, ein Spiel zu spielen? Wir haben letztes Jahr im April angefangen. We were able to play in before Congress, so I think in August, September somewhere. Also wir nach dem Camp haben wir dann schon gespielt. But mostly because all this ordering stuff took about 3 months. And my colleague Philip. Aber das ist, weil die ganzen Ordering-Sache, der ganze Einkauf hat über 3 Monate gedauert. Hat relativ Zeit gebraucht. Als wir dann alles zusammen hatten, ich habe die Software vorher geschrieben, und nach 2 bis 3 Tagen hatten wir das Gerät dann zusammengebaut. Nur schießt es einfach hinauf, dann rollt er, kommt wieder runter. Also da war noch nicht sehr viel Spaß dabei, aber man konnte einen Ball ins Spielfeld bringen. Okay, wenn ihr Fragen habt, geht bitte ans Mikrofon, sonst können wir euch nicht hören. Ja. Ihr habt über die Dimension des Spielfelds geredet, aber wie ist es mit dem Winkel? Der Winkel ist üblicherweise 6,5. Du kannst bis zu 7 Grad gehen, aber 6,5 ist das darüber ist sehr steil und 6,5 ist das Beste. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Jan.